Hallo, hier ist Eckart von Hirschhausen. Ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Humor hilft heilen. Und als solcher freue ich mich sehr, heute bei Great Place to Work all die Menschen, die FührungskräftInnen zu loben, die für ein menschliches, für ein humanes Arbeitsklima sorgen. Wir sind gerade in einem Umbruch der Arbeitswelt, den wir so vor 2 Jahren nie vorhergesehen haben. Mit Homeoffice, mit neuen Strukturen, mit neuen Gefahrenlagen. Und plötzlich wird alles das, was man weiß, was der Menschen an Leib und Seele gut tut, mit Füßen getreten, statt uns zu bewegen, zu plauschen, beim Kaffee trinken, Informationen und Humor auszutauschen, starren wir den ganzen Tag auf irgendwelche Bildschirme. Und jetzt ja schon wieder. Deswegen wollte ich sagen, dass es mir als Fan der positiven Psychologie ein großes Anliegen ist, Great Place to Work auch für den Bereich Gesundheit und Soziales zu animieren, weiter die Humanität hochzuhalten, nicht nur in der Humanmedizin, das ist die Mission von Humor hilft heilen, sondern eben auch überall, wo Menschen zusammenkommen und arbeiten. Denn Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Und das, was uns gut tut, nicht nur für die psychische Belastung, nicht nur mit der Rückenlehne, sondern eben auch mit dem, was heute viele Jobs beinhaltet, nämlich auch eine starke mentale Forderung und stressige Momente und Resilienzförderung. Da gibt es eine ganze Menge, was man tun kann. Und ausgezeichnete Unternehmer soll man rausstellen. Die positiven Beispiele nach vorne. Wir haben in Deutschland eher so eine Meckerkultur. Nicht geschumpft ist genug Lob, sagt der Schwabe. Aber ich finde, zusammen mit Great Place to Work, wir müssen die Menschen feiern, die es besser machen, um als leuchtende Beispiele auch für die anderen den Zug zu erhöhen. Die Dinge, die uns gut tun, sind Achtsamkeit, das ist Wertschätzung, das ist Aufmerksamkeit für die kleinen Details. Und das ist nicht wirklich neu, aber das wirklich durchzuhalten, das gelingt den wenigsten Unternehmen. Und das ist nicht nur ein Motivationstag im Jahr, sondern das ist eine Kultur. Was hat Humor hilft heilen mit Great Place to Work gemeinsam? Wir machen seit vielen Jahren eine sehr fruchtbare Kooperation, auch in den Umfragen. Wir engagieren uns sehr stark im Bereich für Pflegekräfte. Wir haben da Workshop-Konzepte entwickelt für diese Ideen Achtsamkeit, Resilienz und positive Psychologie in diese maximal gestresste Arbeitsgruppe zu bringen. Aber ganz viele von diesen Themen sind auch übertragbar auf andere Bereiche. Und deswegen danke an dieser Stelle auch für die wunderbaren gemeinsamen Jahre und viele gemeinsame Ideen auch noch in die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmenden, an alle Prämierten und alle, die es hoffentlich noch werden. Machen Sie weiter so. Diese Krise ist nicht die letzte, die wir haben. Die größere Krise nach der Pandemie ist die Klimakrise. Dafür ist meine zweite Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen zuständig. Und auch da hoffe ich, dass viele Unternehmer sich entscheiden, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Herzlichen Dank, Ihr Eckart von Hirschhausen.